Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil dieser Staffel vom Westweg. Diesmal mit Anmoderation. Das hat den simplen Grund, dass ich da auf den letzten Metern nicht mehr viel gefilmt habe, beziehungsweise einiges von dem, was ich noch gefilmt habe, habe ich jetzt rausgeschmissen, weil ich ja deswegen das Wildsee-Spezial gemacht habe, also wo ich da runter zum Wilden See laufe und dann nochmal ein bisschen den Bannwald erkläre, weil was ich auf der ursprünglichen Tour da erzählt hatte, war bisschen zu sehr nationalparkkritisch, und nachdem ich dann ja, als ich nochmal am West, Quatsch, am Wildsee gewesen bin, eine Führung mitbekommen habe und so den aktuellen Stand dessen, was die vom Nationalpark denn so erzählen, mitgekriegt habe, wollte ich dann dieses doch ein bisschen zu kritische Material jetzt so nicht mehr veröffentlichen, weil es ist besser geworden. Dinge, die früher meiner Meinung nach halt eben nicht so, ja, mir nicht so gepasst haben, sind jetzt inzwischen okay. Und genau die hatte ich größtenteils angeprangert. Und das ist jetzt einfach nicht mehr aktuell. Und das wäre zu viel Gemecker gewesen. Deswegen bleibt das jetzt weg. Deshalb ist der Teil, der jetzt gleich kommt, relativ kurz. Und dann ist es das auch gewesen mit der entsprechenden Etappe. Ich bin noch nicht dazu gekommen, weiterzulaufen, weil ich nicht so lange genug zusammenhängend frei habe. Also ich brauche ja mindestens 3 Tage zusammenhängend frei. Und dann muss an diesen 3 Tagen kein Geburtstag, kein wichtiges anderes Dingens privater Natur und Lust zum Weiterlaufen vorhanden sein. Und nur wenn diese vier Faktoren mit den mindestens 3 Tagen am Stück frei zusammenfallen, dann habe ich Zeit zum Weitermarschieren. Und wenn alles dumm läuft, geht es dann infolgedessen erst an Weihnachten weiter. Und da ich Ärger kriege, wenn ich an Weihnachten sämtliche Weihnachtsfeiertage zum Wandern nutze, ist das auch noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das funktioniert. Aber schauen wir mal, ja, wann es weitergeht. Jetzt könnt ihr euch erstmal das kleine bisschen Gejammer angucken, was ich noch produziert hatte. Und wie gesagt, viel ist es nicht mehr geworden. Es hat dann auch angefangen zu regnen, aber das erfahrt ihr dann alles jetzt. Und dann hinterher noch ein paar Erläuterungen, was mich da so sehr aufgeregt hat, dass ich lieber nach Hause gefahren bin. So, also das hier ist der Ruhestein, bestehend aus einem Skilift, Skihang. Runtergekommen, recht eintönig und anstrengend. Da hinten diesen roten ziegelgedeckten Gebäude, was das jetzige Nationalparkzentrum darstellt. Also da kriegt ihr auch so alle möglichen super wichtigen Infos zum Nationalpark. Kann man also ruhig mal reinmarschieren und fragen, wenn man eine Frage hat. Dafür sind die unter anderem ja da. Und das, was hier jetzt der Parkplatz ist, also das Graue im Vordergrund, gleich hinter dem Grünen im Vordergrund, haha, das ist der Standort des ehemaligen Kurhotels Ruhestein. Also auch hier gab es wieder mal so ein altes Hotel. Sorry mit dem Wind, ich kann es nicht ändern hier oben. Alles Weitere gibt es in Text. Viel erzählen tue ich jetzt nicht gerade, liegt daran, dass windig und ich keine Ahnung habe, ob man mich auch nur ansatzweise versteht, wenn ich was erzähle. Deswegen erzähle ich jetzt vorläufig erstmal nicht so viel. Ich bin auch wirklich relativ müde von letzter Nacht. Sind noch rund 10 Kilometer, bisschen mehr vielleicht. Schaffe ich schon noch, so ist das nicht, aber muss ein bisschen mehr die Klappe halten und mich ein bisschen mehr aufs Laufen konzentrieren. Wassertechnisch bin ich mal wieder knapp. Habe gemeint, beim Ruhestein nicht allzu viel tanken zu müssen, weil ich gemeint habe, hier gäbe es irgendwo einen Brunnen. Ja, bleibt abzuwarten, ob das eben so ist. Wenn nicht, weiß ich, dass noch ein Stückchen weiter am Weg müsste aber wirklich einer sein, sofern sie den nicht abgeschaltet haben. Existieren tut er jedenfalls. Und ja. Alles Weitere, ich mache heute Abend dann nochmal einen längeren Vortrag, wenn ich im Camp bin.
kann dann vielleicht auch noch mal ein bisschen was zur Kamera erzählen, wenn ich Lust habe. Deren Akku noch 49 Minuten hält. Theoretisch. Ich glaube, das ist jedes Mal der Wert ist quasi, wenn man an- und ausschalten und im Standby-Modus rumschleppen und so weiter und so fort nicht mitrechnet. Ja, soweit erstmal. Dieses Wetter ist jetzt gerade sehr komisch. Es könnte eigentlich jeden Moment anfangen zu regnen. Kann aber auch sein, dass es überhaupt nicht regnet. Und ich finde das sehr, 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 sehr angenehm. Ich mag dieses eigentlich beschissene Wetter irgendwie sehr gerne. So, ihr seht mich etwas genervt. Denn es ist jetzt tatsächlich der Fall eingetreten, dass es A geregnet hat. Hatte ja noch gesagt bei der letzten Szene, dass ich da vermute, dass das demnächst dazu kommen könnte. Seit besagter Szene bin ich ungefähr 11 Kilometer durch die Gegend gelatscht. Und bin jetzt ganz kurz vor der Alexanderschanze, wo ich ja eigentlich, also was das Etappenziel ist. Problem ist jetzt allerdings, dass es hier weit und breit keine Brunnen, keine Bächlein, nicht mal eine verdammte anzapfbare Pfütze gegeben hat. Weshalb mein Wasservorrat jetzt noch aus etwa 450 Millilitern besteht. Und ich habe eigentlich schon Durst. Soll heißen, ich, beziehungsweise wir, gucken jetzt mal auf die Karte. So, ihr müsst mir jetzt einfach mal glauben, dass wir hier gerade in der Zollstockhütte sitzen. Die ist übrigens großartig falsch eingezeichnet, die ist nämlich auf der falschen Straßenseite. Die ist nämlich auf dieser Seite und nicht auf der anderen. Egal. Jedenfalls gehe ich jetzt den Weg entlang der gelben Linie, was die Schwarzwald-Hochstraße darstellt, die dann übrigens auch so gut wie fertig ist, da ist nämlich Schluss. Jedenfalls, da geht es entlang. Ich biege hier an dieser kleinen Futzelkreuzung hier wieder auf den Westweg ab, der dann da lang geht. Kurz unterhalb von der Alexanderschanze vorbei, über diese andere große Straße, kommt dann hier zum ersten Mal in irgendeiner Form da, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, über einen kleinen Fluss, Bach, was auch immer. Ich vermute nicht, dass der Wasser führt, aber ich vermute, dass der Wolf, der hier kurz vor diesem Parkplatz quasi den Westweg quert, dass der schon Wasser führt, weil, das konnte man jetzt nicht sehen, weil der ist lang und ein Ort ist auch nach ihm benannt und er hat tatsächlich eben hier auch einen blau eingezeichneten Eigennamen. Also ich hoffe schwer, dass die Wolfquelle wirklich mit Wasser aufwarten kann. Sollte das tatsächlich nicht der Fall sein, muss ich da irgendwo quasi notkampieren in der Nähe und dann ohne Rucksack, aber mit Flaschen, sämtliche Bächlein hier in diesem Tal abchecken und gucken, und gucken, inwiefern da nicht unter Umständen irgendwie Wasser aufzutreiben ist. Also eine großartige Wassersuchaktion hatte ich ja eigentlich gehofft vermeiden zu können. Jetzt kommt es dazu dann wahrscheinlich, naja, hoffen wir halt mal, dass dieses Wolfteil Wasser führt, dann hat sich das erledigt. Das ist auf jeden Fall, wenn es Wasser führt, dann ist die Quelle kurz oberhalb vom Weg. Und meines Wissens sind da auch keine großartigen landwirtschaftlichen Flächen und ich brauche Wasser. Das wird dann halt selbstverständlich gefiltert. Und einen Großteil werde ich wahrscheinlich zusätzlich noch abkochen, man weiß ja nie. Aber ja, gucken wir uns das mal an und dann sehen wir weiter. Jetzt war ich die ganze Zeit in komplett Regen-Ausstaffierungen unterwegs. Ich muss sagen, zu meinem Rucksack, der hier jetzt gerade so ein bisschen unordentlich in der Ecke flackt, das Ding ist von daher eine Fehlkonstruktion, weil der die Option hat, dass man das Deckelteil sich noch vorne auf die Brust schnallt. Das an sich ist ja eine gute Idee. Das Doofe ist nur, da darf dann nichts drin, weil was nass werden kann, weil das hat natürlich keine Regenhülle. Und die Regenhülle, die am Rucksack integriert ist, da passt bloß der Rucksack ohne das auf die Brustschnallteil rein. Und allzu voll darf er auch nicht sein. Ich habe den Rucksack nämlich noch nicht ganz voll gepackt. Da würde noch mehr reingehen. Dann würde die Regenhülle aber erst recht nicht mehr drauf passen. Und wie unschwer zu hören ist, sitze ich hier direkt neben der Schwarzwald-Hochstraße. So, jetzt habe ich mich wieder einigermaßen erholt. Es ist
nach meiner Uhr, die aber, glaube ich, noch nicht mal unbedingt richtig geht. Jetzt dann 5:30. Ich sollte also schon noch ein wenig Zeit haben, mein Zeug auf die Reihe zu kriegen. Aber allzu viel auch nicht mehr. Deswegen werde ich jetzt auch nicht viel filmen. Es sei denn, ich finde Wasser. Das wird dokumentiert. Alles Weitere vorläufig erstmal nicht. So. Und wenn ich dann tatsächlich geschafft habe zu überleben, dann wird auch wieder auf jeden Fall mehr gefilmt. Bis später, hoffe ich.